Hallo zusammen. 2021 ist vorbei. Wir starten ins Jahr 2022. Das bedeutet, dass es Zeit wird, den besten Content des scheidenden Jahres Revue passieren zu lassen. Eine solche geballte Ladung an tollen Videos habt ihr bisher nicht gesehen. Lasst uns loslegen. Hoffentlich werdet ihr im Jahr 2022 kein einziges Mal so sehr riskieren müssen wie dieser Kerl. Und ihr dachtet wohl, dass Flusspferde leicht abzuschütteln wären, was? Die Dickhäuter sitzen den Jungs immer noch auf den Fersen. Wir wünschen allen viele Überraschungen im kommenden Jahr. Девочки там фоткаются. Сейчас будет сюрприз. Das ist definitiv die beste Kochshow von 2021. Habt niemals Furcht vor den Hindernissen auf eurem Weg. Es wird langsam Zeit für weihnachtliche Stimmung. In unseren Beiträgen kriegt ihr öfters durchtrainierte Leute zu sehen, aber was dieser Kerl drauf hat, scheint jenseits des Möglichen zu liegen. Erinnert ihr euch noch an diesen Fabrikarbeiter? Während wir uns tonnenweise Videos reingezogen haben, hat er es zum Vorarbeiter gebracht. Wir haben große Zweifel, dass es jemandem im nächsten Jahr gelingt, eine coolere Stadionshow hinzulegen als diese hier. Seid nicht wie dieser Mann und werdet 2022 den Ballast los, der euch belastet.
Ein Geheimnis, das bis heute nicht enthüllt werden konnte. Dieser Waschbär will euch sagen, dass man gar nicht so viel braucht, um das Leben zu genießen. Episode of Friends where Monica gets the braids with the beads. I feel like that. Ah! Nice. Yes, yes, yes! Oh! Dieser Jack hat mehr Flugmeilen gesammelt als manch ein Pilot. Selbstverständlich wäre dieser Beitrag ohne Bilder unvollständig gewesen. Wir träumen immer noch davon, eines Tages an diesem Ort zu surfen. Wir wünschen euch im neuen Jahr, dass ihr immer jemanden an eurer Seite habt, auf den ihr euch verlassen könnt. Diesmal müssen wir uns doch entscheiden, wer besser gesprungen ist. Hoffentlich werden Freunde dieses Kerls diesen Clip sehen und ihm glauben. Sorry, ihr müsst es euch nochmal ansehen, auch wenn ihr es nicht wolltet. So einfach lässt sich manch ein System austricksen. Wir haben bis zuletzt gehofft, dass Spider-Man im neuen Teil solche Spinnenweben schießen würde. Wir alle sollten genauso ruhig und locker sein wie diese Kerle. Ich hab's nicht mehr.
Wenn man so nachdenkt, zeigen diese Bilder eine ziemlich tragische Szene. Hoffentlich bekommt dieser Mann einen guten Pickup vom Weihnachtsmann geschenkt. Um Verbrecher jagen zu können, muss man wie ein Verbrecher denken können. Und um gut Bogen zu schießen, muss man selbst zum Bogen werden. Der Ochse ist stinksauer, dass sein Jahr schon vorüber ist. Wenn es Zusteller auf Tretrollern gibt, muss es auch Tretroller-Zusteller geben, stimmt's? Ihr wart noch nie in diesem Haarsalon, aber ihr könnt bestimmt euch leicht vorstellen, wie es dort riecht. Dieser Plot-Twist überrascht immer wieder, wie beim ersten Mal. Falls ihr es vergessen habt, genau dieser Kerl hat uns beigebracht, mehrere Schritte vorauszudenken. Bedanken wir uns nochmal bei diesem hartnäckigen Mann, der im vergangenen Jahr 50 Versuche gebraucht hat, bis es ihm gelang, dieses fluoreszierende Plankton auf Video festzuhalten. In diesem Jahr haben wir endlich erfahren, warum das Wasser von Fidschi so teuer ist.
und dass man mit einem Schneemobil auch übers Wasser fahren kann. Habt ihr inzwischen irgendwelche Ideen, wohin der Autofahrer es so eilig hatte? Übrigens, dieses Jahr bestellte den größten Feinschmeckern unter uns auch ein paar Ideen für neue Delikatessen für den Festtisch. Und in der Kategorie Kurierfahrer des Jahres gewinnt der Bursche am Steuer dieses LKWs. Seit dem letzten Mal hat dieser Kerl seine Skills verfeinert. Wir wünschen euch, dass ihr im nächsten Jahr ein Talent bei euch entdeckt und genauso fleißig weiterentwickelt wie er. Ihr solltet euren Partygästen ein Bloody Mary nach dem Rezept dieses Mannes nur zubereiten, wenn ihr absolut sicher seid, dass eure Nachbarn von unten unter keinen Umständen die Polizei rufen würden. Damals wussten wir noch nicht, dass es ein Trailer zu Venom 2 ist. Vorstellregner als ein menschlicher Tausendfüßler kann nur so einer sein. Man kann sich ewig lange Feuer, Wasser und rührende Videos anschauen. Genießt also nochmal diese Szene, in der ein Hund dem anderen das Leben rettet. Thank you.
так? Ну, плюс-минус, да, подоходный, да. Что-то там такое. Теперь мы берем и просто льем воду и... вот на эту. Побольше, побольше, побольше лей. Ну все, вот, поставь. Как? Ну этого не должно быть. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. И все. Она льется наверх. Она льется наверх, она на гору льется, понимаешь? Ну как-то нелогично. Wir sagen euch Bescheid, wenn der Kerl die nächste Autowerkstatt erreicht hat. Oh my! Jeder Fußballfan muss bei diesen Bildern an einen bestimmten Spieler denken, dem er sie ganz gerne mal zeigen würde. So sieht das geheime Trainingsprogramm der besten Ninjas aus dem Dorf Konoha aus. Es ist kein leichtes Jahr gewesen, darum kann ein bisschen Entspannung nicht schaden. Alle aufmerksamen Zuschauer und erst recht diejenigen, die den Clip schon gesehen haben, werden erkannt haben, dass den Hund keine Schuld an der Panne trifft. Diese Katze gibt uns Motivation, gleich nach den Feiertagen wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Ja.
يوش. يلا. واحد حلو حلو. Diesmal solltet ihr den Kerl vor einer herannahenden Gefahr warnen. Denkt an diesen Mann, wenn ihr im neuen Jahr beschließen solltet, alles Überflüssige loszuwerden. Did you just throw your keys in the water? Did you just throw your keys in the water? Dieses Video gewinnt in gleich zwei Kategorien: der mutigste Kameramann und die dümmste Frage aus dem Off. Ich
现在还得用修办的，可万一万一红的搬到红桐树干进去办呢？干脆我在天梯里面跳，这个样样样是条乱蛋。Erinnert ihr euch noch an den grandiosen Übergriff auf den Waschanlagenbesucher? Man sagt, der arme Kerl bekam seine psychotherapeutische Behandlung bis heute nicht bezahlt. Das ist wohl der größte Epic-Fail des Jahres 2021. ...2022 kommt der Bursche bestimmt wieder, um sich die zweite Torhälfte zu holen. Die einen Dinge sind von kurzer und die anderen von ewiger Dauer, darunter der Kampf zwischen Coca-Cola und Pepsi um Kendall Jenners Aufmerksamkeit. Na, habt ihr eure Aviophobie inzwischen im Griff? Sorry, aber es sieht so aus, als ob ihr euch zu früh entspannt hättet. Hier ist eine weitere Errungenschaft dieses Jahres. Die Follow-Me-Challenge hat ein neues Level erreicht. Seit wir diese Bilder gesehen haben, haben wir weniger Angst vor Schlangen. Hoffentlich geht es euch genauso. Wir wünschen euch fürs neue Jahr, dass ihr um ein Vielfaches mehr Glück habt als diese Kerle. Wir wünschten, wir könnten alle schwierigen Aufgaben, vor die uns das Leben stellt, genauso leicht knacken wie diese Krabbe die Walnüsse.
wenn sogar Zeus deine Berufswahl gut findet. Hier braucht man nicht zu raten, welche Figur aus dem Film Stand Up dieser Gorilla am tollsten findet. Hi, Michael. Nein, Gott, bitte, nein, 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 nein! Leider verschont der Zahn der Zeit niemanden, auch den T-1000 nicht. Wir finden, dieser Bursche sollte unbedingt in der 6. Staffel von Haus des Geldes mitspielen. Wir wünschen euch, dass ihr im nächsten Jahr keinen einzigen solchen Montaganfang erlebt. Bestimmt haben die Verkäufer den Leuten vorgeworfen, keine Maske getragen zu haben. Wenn man kurz vor Ende des Jahres mit dem Nerven am Ende ist. Kumpel, wir verstehen dich, aber du hättest dich trotzdem beherrschen müssen. Es heißt, der Modelgang wurde diesem Schönling von niemandem beigebracht. Der Vierbeiner hat sich selbst an ein Leben ohne eine Vorderpfote angepasst und ist mittlerweile ein TikTok-Star. Dieser Kerl gewinnt in der Kategorie der komischste Job des Jahres. Und dieser erhält den Titel Mr. Coolness. Okay, klar, es ist ein animatronischer Hai, das wisst ihr doch, oder? Diese Szene hätten wir, ehrlich gesagt, am liebsten vergessen. Mögen wir alle im neuen Jahr genauso viel Glück haben wie dieser sportliche Bursche. That was smooth. Watch this.
und mögen uns solche Missgeschicke nicht ereilen. Aber wenn wir uns zwischen dieser Panne und der von vorhin entscheiden müssen, fiel unsere Wahl natürlich auf die von vorhin. Noch nie zuvor ist ein Schlagzeuger so spektakulär aus dem Schatten seiner Kollegen getreten wie dieser hier. Dieser Kerl hat ganz sicher ein bombastisches Jahr gehabt. Eine weitere Entdeckung des Jahres. Es macht Riesenspaß, Schiffen beim Passieren von Schleusen zuzusehen. Aber noch mehr Spaß macht es, den Händen dieses jungen Zauberers zuzuschauen. Alright, give me one second, bro, then I got you. Alright, that was a little too literal for me. Wow, two-handed, oh my god. Two-handed, bro. Diese Frau gewinnt in der Kategorie die stärksten Nerven des Jahres. Wenn man am 1. Januar zum Handy greift, um es auf neue Nachrichten zu checken. Ein Best-of-Video wie dieses wäre ohne epische Zerstörungen undenkbar, stimmt's? Ach so, darum können sich all diese Schickimicki-Typen solche coolen Schnitten leisten. Hoffentlich bekommt der arme Kerl im neuen Jahr ein neues Paar Sneaker geschenkt oder wenigstens wird die Rolltreppe ihm das alte Paar zurückgeben. Dieser Kerl wünscht sich im nächsten Jahr bestimmt einen schnelleren Partner. Thank you.
Und diese Burschen wünschen sich ganz sicher, das Internet würde ihre Blamagen vergessen. Doch das dürfte schwierig werden. Erinnert ihr euch an diesen modernen Künstler? Das Jahr ist fast zu Ende und wir haben immer noch nicht begriffen, wie dieses Mädel so etwas macht. Um nochmal auf Spider-Man zurückzukommen, seid ihr euch sicher, dass dieser Kerl nicht der vierte war? Hoffentlich werden diese Roboter alle Bestellungen bis zum Ende des Jahres ausgeliefert haben. Und diese Leute haben ihr Ziel erreicht. Das nur für den Fall, wenn ihr vergessen habt, wie episch der Transport von Windradblättern aussieht.
wenn du ein cooler Typ sein willst und dich gleichzeitig um die Umwelt sorgst. Habt ihr diese Geschäftsidee immer noch nicht verwendet und noch kein eigenes Restaurant eröffnet? Merkt euch die Technologie, jetzt oder nie! Was glaubt ihr, bringt so etwas Glück oder Unglück? What's the worst that can happen? Jeder, der diese Toilette besucht, bleibt eine ganze Weile weg. Diese Affen sind echt zu beneiden, denn sie müssen keine Gedanken an Abstandsregeln verschwenden. Wir wünschen euch, dass ihr genauso fulminant ins neue Jahr rutscht. Diesen Möchtegern Formel-1-Piloten sollte man mit dem Rennfahrer von vorhin bekannt machen, damit er von ihm lernt, wie man sich in kritischen Situationen verhält. Das sind wir, wenn wir versuchen, einem Sturm eurer ersten Kommentare unter unseren Videos standzuhalten. Das ist das spektakulärste Bootsmanöver, das wir im Jahr 2021 gesehen haben. Erinnert ihr euch an den Vierbeiner, der auf den Hinterbeinen läuft? Er könnte zusammen mit dieser Frau eine eigene TV-Show mit dem Namen Die originellsten Fortbewegungsweisen der Welt moderieren.
Wir waren so nervös, als wir dieses Video zum ersten Mal sahen, dass wir beschlossen haben, diese angenehme Aufregung noch einmal mit euch zu teilen. Wenn euch einfällt, dass nur noch ein paar Stunden bis zum Neujahr bleiben und ihr vergessen habt, Champagner zu kaufen. Hauptsache, euch passiert so etwas nicht im Supermarkt. Wir finden, dass dieser Kurzfilm etwa den gleichen Unterhaltungswert wie manche Szenen aus Matrix besitzt. Wir wussten gar nicht, dass es Mülltonnen gibt, die besser parallel einparken können als manche Autofahrer. Hoffentlich hat dieser Kurierfahrer kein Geschenk vom Weihnachtsmann gekriegt. Da wäre die gerechte Strafe für so eine raue Handhabung eine Sendung im Wert von $3000. Ihr habt euch über den Kerl lustig gemacht und er hat inzwischen eine Karriere im Showbusiness gestartet. Seien wir mal ehrlich, man kriegt nie genug von Videos, die Pannen von Kurierfahrern zeigen. Seid nicht traurig, wenn ihr es in diesem Jahr nicht geschafft habt, Millionär zu werden. Das Reichsein hat auch seine Nachteile. Geniale Erfindungen sind oft das Ergebnis der Freundschaft zweier kreativer Sonderlinge. Erinnert ihr euch noch an diesen armen Hund, der von seinem Herrchen vor einem Zoogeschäft ausgesetzt wurde? Es gibt gute Nachrichten. Dank einer Wohlfahrtsorganisation konnte der Vierbeiner mehrmals operiert werden. Mittlerweile geht es ihm wieder gut und man hat sogar ein liebendes Frauchen für ihn gefunden. Es ist also noch zu früh, den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Ihr seid echte Helden. Jetzt aber Spaß beiseite. Wir wünschen euch alles erdenklich Gute im neuen Jahr. Bis bald!